Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um dein Gegenüber. Es geht auch um das, was dein Gegenüber denkt. Und zwar jetzt, in diesem Moment, konkret. Ja, könnte man so ausweiten auf heute. Aber es geht wirklich um die aktuellen Gedanken von deinem Gegenüber. Und ich lege heute das Harmonious Tarot so in Bezug auf dich. Natürlich, wenn mir etwas auffallen wird, dann werde ich dir natürlich auch das sagen, wenn es zum Beispiel nichts mit dir zu tun hat, ja. Aber ich lege so ein bisschen in deine Richtung. Was denkt dein Gegenüber jetzt über dich, über eure Verbindung, über das, was dazwischen euch ist, ja? Also ich orientiere mich so in diese Richtung. Und ich fange jetzt einfach mal an. Du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung und deswegen kann es sein, dass zum Beispiel nicht alles, nicht zu 100% mit dir deine Situation übereinstimmen wird. Aber du bist hier, du hast zu mir gefunden, du hast diese Legung gefunden und deswegen warten hier Informationen, Botschaften auf dich. Die Gedanken von deinem Gegenüber. Ich mache erstmal eine Reihe, schau mir das Ganze an und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen vertiefen. So. Der Turm. Interessant. Da ist etwas bei deinem Gegenüber im Umbruch oder man wurde enttäuscht. Das kann hier auch eine sehr, sehr heftig erlebte Enttäuschung sein bei deinem Gegenüber. Oder es ist eine unangenehme Nachricht oder bei deinem Gegenüber bricht irgendetwas zusammen, ja. Und ich habe das hier so, diese Gedanken von deinem Gegenüber, das ist so, das wird alles zusammenbrechen, das wird alles keinen Sinn mehr machen. Ich sollte vielleicht auf die Schnauze fallen, auf das Gesicht, Entschuldigung, auf das Gesicht fallen, damit ich es vielleicht endlich kapiere. Das kommt hier auch durch diese Karte, ja. Misserfolge können einen manchmal weiterbringen, ja. Wenn alles gut ist, dann wird man vielleicht manchmal so träge und hat nicht mehr so diesen Willen. Und wenn man dann einen Misserfolg erlebt, dann wird man dadurch vielleicht sogar noch mehr angespornt. Und sowas sehe ich hier in der Karte bei deinem Gegenüber. Und ich habe auch hier den Stern. Das ist eine gute Entwicklung. Also dein Gegenüber hat hier Hoffnung, dass alles gut werden wird, obwohl es vielleicht momentan nicht so gut aussieht. Vielleicht ist irgendetwas vorgefallen zwischen euch. Vielleicht habt ihr euch gestritten, ihr seid auseinander, ihr seid nicht mehr zusammen, ihr macht eine Pause. Jemand hat sich vielleicht zurückgezogen und dein Gegenüber denkt darüber nach, als wäre das eine Katastrophe. Als wäre das, was jetzt momentan zwischen euch beiden so abläuft, irgendwie, ja, nicht so vorteilhaft auf irgendeine Art und Weise, ja. Aber trotzdem, auf der anderen Seite hat man hier Hoffnung und weiß ganz genau, in der Zukunft wird alles wieder gut. Momentan sieht es nicht so gut aus, aber es wird wieder alles tippitoppi werden. So habe ich das. Und der Stern, das ist auch hier so der Gedanke, jetzt bei deinem Gegenüber, unsere Verbindung hat Zukunft, hat Potenzial. Vielleicht momentan jetzt nicht, nicht konkret heute, aber wer weiß, morgen, übermorgen, in einer Woche, da kann es ganz anders aussehen, ja. Das ist auch hier, dein Gegenüber glaubt an eure gemeinsame Zukunft. Das ist der Stern, weil ich lege hier die Karten, die Gedanken so in deine Richtung, in Bezug auf dich, ja, und ja, eure Verbindung. Und das ist die starke Hoffnung und auch, man weiß es einfach und man hofft, dass sich alles gut entwickeln wird. Obwohl es momentan vielleicht nicht so danach aussieht.
für dein Gegenüber. Dein Gegenüber fühlt sich vielleicht nicht so wohl. Ihm ist irgendetwas zugestoßen. Es kann sein, dass es mit dir was zu tun hat, eurer Verbindung. Es kann aber auch sein, dass dieses, was passiert ist, nichts mit der Verbindung zu tun hat, aber sich auf diese Verbindung auswirkt. Ja, so kann es auch gehen. Und da liegen die Gedanken momentan. Man denkt darüber nach, wie schlimm kann das noch werden? Aber auf der anderen Seite, für die Verbindung hat man Hoffnung und weiß sogar, dass das in der Zukunft prima laufen wird. Dass sich da ist irgendwie, habe ich das hier so, irgendwie wird das Ganze noch gut gehen. Irgendwie wird das Ganze sich noch einrenken. Wir finden zueinander. Das ist nämlich hier, ja, wie gesagt, zum sonst wievielten Mal die Hoffnung. Und dann habe ich hier den Herrscher. Dein Gegenüber braucht Stabilität. Momentan sieht es nicht so danach aus, dass die Stabilität so richtig da ist. Also nicht so da, wie dein Gegenüber sich es wünschen würde. Diese Stabilität, diese stabile Grundlage. Dein Gegenüber braucht so ein Königreich, braucht ein Zuhause, braucht irgendwie so einen Platz, ja, wo er sich hinsetzen kann und entspannen kann und alles überblicken kann, nachdenken kann, vielleicht Strategien irgendwie entwickeln kann, ja. Es ist hier der Herrscher und der Herrscher möchte so ein bisschen herrschen. Und er oder sie denkt darüber nach, vielleicht hier so das, was man sich überlegt hat, auch in die Welt zu bringen, in den Gang zu bringen. Man möchte aber hier auf der anderen Seite, weil das ist der Herrscher, also dein Herrscher, nicht dein, ja, könnte man so sagen, ja, das ist dein Gegenüber, also dieser Herrscher hier, also dein Gegenüber, Herrscherin, kann auch sein, möchte hier auch ein bisschen betüdelt werden, ja, hier sieht man das auf der Karte, ein bisschen mehr Zuwendung, ja, mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit, vielleicht irgendwie ein liebes Wort oder sowas, ja, je nachdem, ob das möglich ist oder nicht, aber ich habe das hier auch so, dass dein Gegenüber hier darüber nachdenkt, auch irgendwo sich durchzusetzen, irgendwie auch präsenter zu sein, seinen Standpunkt zu vertreten, seinen Standpunkt klar zu machen, ja? Und er sitzt hier und überlegt, was, wie, wo, wann. Und auf der anderen Seite möchte dein Gegenüber hier irgendwie sich, das sind die Gedanken, möchte auch ja, ab und zu mal vielleicht auch verwöhnt werden. So habe ich das hier in dieser Karte, ja? Die 10 der Kelche. Dein Gegenüber denkt über das Glück, das Glück in der Liebe nach. Das ist hier auch das Glück in der Liebe. Das sind die Gedanken. Und auch entweder man wünscht sich das oder man arbeitet daran. Man wird daran arbeiten, dass dieses Glück zu zweit oder das familiäre Glück mit dir gemeinsam, dass das möglich wird. Man sieht hier das Potenzial. Dein Gegenüber sieht hier die Hoffnung, das Potenzial, dass das hier möglich sein wird, das riesige, große, das mega Glück in der Liebe mit dir zu zweit, vielleicht auch eine Familie bilden, eine Familie gründen, eine Familie zusammen haben, vielleicht ist es auch eine Patchwork-Family, vielleicht ist es aber auch hier so eine Familie mit kleinen Bewohnern, ja, kann auch so sein, müssen nicht unbedingt Kinder sein, können auch Tierchen sein. Und das ist hier sehr wichtig für dein Gegenüber. Dein Gegenüber denkt darüber nach. Und je nachdem, wenn du dich in einer Verbindung mit deinem Gegenüber befindest und die ist okay, dann möchte dein Gegenüber dieses große Glück mit dir erleben. Ja, oder das Vertiefen, dieses glücklich Zusammensein, dieses Glück in der Liebe irgendwie ausweiten, ausbreiten. Und wenn es zwischen euch beiden so naja läuft oder es läuft gar nicht, dann wünscht sich das dein Gegenüber einfach mal Glück in der Liebe zu haben, aber hier mit dir. Das ist ja die Gedanken in deine Richtung, also die Gedanken an dich, über eure Verbindung und deswegen das Glück in der Liebe, das ist der Wunsch. Der Wunsch nach einer glücklichen, festen Partnerschaft, weil wie gesagt, dein Gegenüber möchte hier auch irgendwo so eine Festigkeit haben, so eine Sicherheit auch irgendwie. Und er oder sie hat Hoffnung, dass das alles wahr werden kann hier mit dir.
Mit dir habe ich. Das sieht irgendwie bei einigen von euch, sieht es gar nicht danach aus, ja? Aber so sind die Gedanken von deinem Gegenüber. Dieses Ankommen auch in der Partnerschaft, in der Verbindung einfach ankommen und sich niederlassen. Feste Verbindung. Und auch natürlich so ein bisschen, ja, mehr Zuwendung wünscht sich dein Gegenüber hier, habe ich. Der König der Kelche, mehr Liebe, mehr Zuneigung, dein Gegenüber, denk darüber nach, wenn das Herz noch nicht offen ist, das Herz zu öffnen, sich emotional zu beteiligen, Emotionen fließen zu lassen, Emotionen zuzulassen und diese fließen zu lassen, in deine Richtung, in Bezug auf dich, ja, hier. Weil der König der Kelche, das ist ein liebevoller König. Es ist ein König, dein Gegenüber, das ist eine Seite von deinem Gegenüber. Dein Gegenüber ist der Herrscher hier in der Mitte der Legung, sehe ich jetzt. Ja, fast in der Mitte, ja doch. Und hier ist aber auch das Herz dabei. Das ist nicht nur der Verstand und dieses Ego, weil der Herrscher hat auch ein großes Ego. Ja, muss man schon sagen. Und manchmal lässt sich der Herrscher von dem Ego beherrschen. Und das geht dann vielleicht manchmal nicht so gut aus. Aber hier möchte man dieses liebe Herz öffnen, schenken, diese Liebe einfließen lassen, dieser liebevolle Partner sein für dich und auch die Liebe geben und Liebe verschenken. Romantik spielt eine große Rolle. Vielleicht weißt du das gar nicht, aber dein Gegenüber ist romantisch veranlagt. Romantisch angehaucht. Vielleicht sieht man das überhaupt nicht. Trotzdem ist da dieser Funke Romantik ganz tief drin, ja. Und dein Gegenüber ist hier auch, denk darüber nach, sich einfach so ein bisschen fallen zu lassen, ja, in deine Arme. Das kommt hier so über die Karten. Und ja, dein Gegenüber könnte zum Beispiel auch künstlerisch irgendwie veranlagt sein, begabt sein, irgendetwas machen, irgendetwas Kreatives, Konstruktives, irgendetwas bauen, aufbauen, kann auch sowas sein, ja. Dein Gegenüber könnte hier zum Beispiel auch ein bisschen zerstreut sein, vergesslich, ein bisschen schusselig, vielleicht unordentlich, kommt hier auch durch, ein bisschen unordentlich und versucht krampfhaft Ordnung zu bringen, immer wieder in das Chaos, ja. Was er selber oder sie selber hier angerichtet hat. Die sieben der Stäbe. Ja, das ist Mann, also dein Gegenüber denkt hier darüber nach, dass das irgendwie vielleicht so kompliziert werden könnte. Steine könnten in den Weg gelegt werden. Nicht, dass jemand oder etwas hier dein Gegenüber angreifen möchte, blockieren möchte, irgendwie vertreiben möchte. Ja, das sind auch irgendwo so Gedanken, dass es irgendwelche Personen geben könnte, die gegen diese Verbindung sind, zum Beispiel. Wie gesagt, eine allgemeine Legung, das muss nicht mit dir übereinstimmen. Aber es könnten irgendwo im Hintergrund Personen sein oder irgendwelche Situationen existieren, die sich der Verbindung entgegenstellen. Und man muss sich da durchboxen, da durchkämpfen. Und ich habe hier aber auch für einige das Sein gegenüber irgendwo ist da so eine Sperre zwischen Herz und Verstand, und das sieht man auch hier. Das ist hier der Herrscher, eher sehr, sehr von seinem Ego betrieben, auch zum Teil, aber hier sehr herzbetont, und das beißt sich manchmal. Ja, beißt sich. Diese beiden Eigenschaften deines Gegenübers beißen sich hier, und deswegen vielleicht ist es auch der Kampf mit seinem eigenen Ego hier dargestellt. Oder man befürchtet, dass das Ego über das Herz siegen könnte, dass man da irgendwie dadurch Fehler macht, sich in irgendwie komische Situationen reinbringt. Vielleicht ist es schon geschehen, ja, und man möchte nicht, dass sich das Ganze wiederholt. Sowas bekomme ich hier auch rein bei deinem Gegenüber. Das sind die Gedanken daran. Was denkt dein Gegenüber noch?
Der Teufel. Eifersucht. Dein Gegenüber sei eifersüchtig. Ich habe hier die Eifersucht drin. Und auch irgendwo so ein Drang. So ein Drang, so ein Zug. Irgendetwas zu machen. Irgendetwas zu sagen. Und versucht, dein Gegenüber versucht sich irgendwie dagegen zu wehren, das wegzuhaben, wegzuschieben, aber das geht nicht, ja, das ist da. Es kann sein, dass dein Gegenüber einfach eifersüchtig ist, ja, nicht hier auf dich eifersüchtig, sondern das eifersüchtig ist in Bezug auf dich. Da ist starke Eifersucht da, ja, dass man dich zum Beispiel irgendwie wegschnappt, ja, vor seiner oder ihrer Nase. Und auf der anderen Seite habe ich das hier so, dass dein Gegenüber irgendwo nicht so ganz frei ist in seinen Gedanken. Diese Gedanken werden irgendwie von irgendetwas anderem noch beherrscht. Da ist noch irgendetwas anderes in den Gedanken. Das könnte zum Beispiel irgendetwas sein, wo man immer wieder daran denkt. Das muss keine Person sein. Es kann auch ein Ereignis sein. Das kann irgendwie eine Angelegenheit sein. Dein Gegenüber ist da nicht so ganz frei in den Gedanken. Ja, so Zwanghaftigkeit, ja, habe ich hier. Der Ritter der Stäbe. Die vier der Stäbe, sehr gut. Und die sieben der Schwerter. Sieben der Stäbe, sieben der Schwerter. Die Zahl sieben hat eine Bedeutung hier, ja. Vielleicht googelst du mal nach der Zahl 7 oder nach 7, weil das hat hier eine Bedeutung. Und ich habe das so, die Gedanken. Ich habe hier einen irgendwie so ein bisschen einen Zwiespalt bei deinem Gegenüber. Sehr starke Leidenschaften, sehr stark getrieben von leidenschaftlichen Gefühlen, von leidenschaftlichen Gedanken, Ritter der Stäbe. Man möchte hier erobern, man möchte hier dich für sich haben, bei dir sein, dich nicht mehr loslassen. Das ist schon fast hier ein bisschen obsessiv, ja, am Rande. Das muss nicht mit dir übereinstimmen. Aber der Ritter der Stäbe und der Teufel, das ist hier schon ziemlich starkes, ja, einfach dich nicht weg, ja, dich nicht hergeben, ja, sowas. Und auch ein bisschen hier über dich bestimmen, ja, sowas kommt hier auch durch. Und dir zu sagen, was du tun sollst, das kann hier auch so mitschwingen, ja, ja. Das wird, wie gesagt, nicht mit jedem übereinstimmen, aber sowas habe ich hier. Und auf der anderen Seite habe ich hier aber auch sowas wie sich dann irgendwie zurückziehen, diese Gedanken dann irgendwie negieren, also diese Gedanken verneinen, sich dem Ganzen irgendwie nicht stellen wollen, sich herausziehen, das, was man denkt, dass man jetzt auf dich einfach zukommt und dir diese Leidenschaft zeigt da, und dann doch nicht. Ja, das ist hier so ein bisschen mit sich selber hadern auch hier irgendwo. Und sich auch aus der Affäre ziehen, irgendwie nicht so ganz zu dem Ganzen stehen, irgendwo habe ich hier drin, ja, in den Gedanken. Das sind Gedanken, die da sind und diese Gedanken verlässt man irgendwie. Und vielleicht möchte man diese Gedanken einfach nicht wahrhaben, ja, das kann auch so hier sein, weil ich habe hier die vier der Stäbe und die vier der Stäbe, das ist auch eine Seelenverbindung wird mir hier angezeigt und es kann sein, dass dein Gegenüber das nicht wahrhaben will, dass es eine Seelenverbindung sein könnte oder ist, ja, Seelenpartner und dass ihr einfach zusammengehört, dass, dass das nicht viel Mühe machen muss, damit man zusammen sein kann in Liebe, Frieden und Harmonie. Das möchte man irgendwie nicht wahrhaben, nicht zulassen, ja. Und diese Gedanken, dass es auch so einfach sein kann,
Und dein Gegenüber denkt darüber nach, sich mit dir zum Beispiel, dich zu empfangen, ja, also zum, ja, so empfangen, mit offenen Armen dich empfangen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass dein Gegenüber jetzt über ein Treffen nachdenkt, sich mit dir zu treffen, einander zu begegnen hier, ja. Und ich habe das hier so, dass dein Gegenüber vermutet, du möchtest auch sich mit ihm oder ihr treffen. Aber man ist sich halt nicht sicher. Und dein Gegenüber möchte sich auch hier mit dir treffen. Aber man ist sich nicht so sicher. Ja, sowas habe ich hier. Also zumindest denkt dein Gegenüber über ein Treffen nach, über eine Zusammenkunft, Übereinkunft, dass man sich einfach begegnet, eine Begegnung im Frieden, Liebe, Harmonie, aber hier mit Leidenschaft. Also das soll bald sein. Darüber denkt dein Gegenüber nach. Über ein Treffen mit dir, was bald kommen soll, was bald sein soll. Schnell, schnell, schnell. Aber dann wieder, ich weiß nicht. Ja, so kommt das hier rüber. Ja, und ich bin jetzt am Ende dieser Legung. Das waren die Gedanken deines Gegenübers. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du hier bei mir vorbeigeschaut hast. Ein Like, wenn du magst. Vielleicht abonnierst du meinen Kanal. Vielleicht möchtest du mir einen Kommentar schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.